Und hallo wieder, ich muss die Karte drehen. Diesmal die Nummer 9 meiner Top 10 schlechtesten Karten, die ich besitze. Diese Karte steht, ist es denn auch die, die ich denke? Einmal lesen. Ja. Diese Karte steht stellvertretend für alle Advokaten des Annullieren, Advokaten des Schieß mich tot und Advokaten des Spiel mich bloß nicht. Und zwar ist es der Shield Mage Advocate. Ich finde die echt scheiße. Die Karte sagt nämlich im Endeffekt: Ich gebe dem Gegner freiwillig ganz viel Kartenvorteil. Yay. Passt auf, ich lese euch das mal vor. Also für Tappen, return target card in an opponent's graveyard to his or her hand. Eine Fertigkeit, die mit diesen Worten anfängt, kann nur schlecht sein. Moment, lassen wir uns mal überlegen. Eine Karte mit dieser Fertigkeit, die gut anfängt. Mir fällt keine einzige ein. Machen wir weiter. Prevent all damage that would be dealt or to target creature or player this turn by a source of your choice. Also für Tappen und eine Karte auf die gegnerische Hand zurückgegeben aus dem Friedhof, verhindert es den Schaden aus einer Quelle. Ja. Soll ich da jetzt groß drüber reden? Ja, ich tue es. Ich finde sie ziemlich schlecht. Es gibt da noch den Advokat des Annullierens. Bringe zwei Karten zurück für Tappen und zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung. Ähnliches etc. pp. Okay, über diese könnte man sich vielleicht noch streiten. Das kann man bestimmt irgendwie kombinieren. Ich halte das für eine höchst inkonsequente Combo. Mir fällt da auch echt nichts ein. Gar nichts. Und diese Advokaten, ich finde sie nicht gerade, sagen wir gut. Es ist auch nur die Top 9. Also ich glaube, ich habe noch nicht alle gefunden. Bei neben mir liegen zwei Karten, die beide Platz 8 meiner Meinung nach sind. Aber diese Karte ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist doch einfach nur totaler Moppelkotz. Ich meine, allein schon will man dem Gegner in irgendeinem Deck, außer es ist speziell darauf ausgerichtet, dass es braucht, dass der Gegner Karten auf der Hand hat. Will man den Gegner in irgendeinem anderen Deck auch nur ansatzweise Karten aus seinem Friedhof zurückgeben? Zumal das auch noch nicht mal tappen. Remove target card, return target card. Ja, ich weiß nicht, sind das jetzt die zusätzlichen Kosten oder nicht? Aber dennoch, das ist doch total schlecht. Also ehrlich, mir fällt nichts ein, wo ich die spielen will. Ich habe mal gesehen, so lege sie unter die Bibliothek, hatte ich zuerst gedacht, ich habe es nicht ordentlich gelesen. Dann hatte ich sie schon im Deck drin, habe ich sie nochmal gelesen, dachte mir so, pff, nein, 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 nein. Das spiele ich lieber in Circle of Protection. Ganz ehrlich, bevor ich den spiele, spiele ich lieber irgendeinen Schutzkreis. Also, ich weiß gar nicht, was ich zu dieser Karte sagen soll. Sie fasziniert mich damit, dass sie einfach total scheiße ist. Vielleicht im Draft, ganz vielleicht im Draft, aber auch nur, weil es ein 1-3er-Body ist. Egal. Vergiss es. Diese Karte. No, nicht spielen.